Hi, ich bin Maggie. Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war, und mein Vater musste mich alleine großziehen. Er war nicht nur meine einzige Familie, sondern auch mein bester Freund. Denk dran, Champion. Du bist der Mittelpunkt meines Universums. Ich werde alles tun, um dir die Welt zu schenken. Dad arbeitete hart, aber wir kamen trotzdem kaum über die Runden. Trotzdem fühlte ich mich wie das glücklichste Kind der Welt. Als ich jedoch zur Schule kam, wurde es komplizierter. Die Mütter meiner Klassenkameradinnen halfen ihnen beim Frisieren. Aber mein Vater wusste nicht, wie das geht. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen, die hübsch aussahen, sah ich immer aus, als wäre ich in einen Tornado geraten. Ich wurde zur Zielscheibe von Selinas Witzen. Sie war das gemeinste Mädchen in der Schule. Haha, Maggie, hat dir ein Rasenmäher die Haare geschnitten? Dad wollte nicht, dass ich mich wie eine Außenseiterin fühle, also schaute er sich jeden Tag Videos von Beauty-Bloggern an und übte. Und? Gefällt es dir? Ja, du hast recht. Das ist eine Katastrophe. Nein, Dad, das ist großartig. An diesem Tag kam Selina auf dem Schulhof auf mich zu und gab mir eine Tüte. Setz dir die auf den Kopf. Ich kann es nicht ertragen, deine hässlichen Haare anzuschauen. Kurz darauf organisierte unsere Schule einen Schönheitswettbewerb für wohltätige Zwecke für Mütter und Töchter. Meine Klassenkameradinnen machten sich in wunderschönen Kleidern bereit, mit ihren Müttern auf die Bühne zu gehen. Aber ich hatte keine Mutter. Also stand ich einfach hinter der Bühne und sah die anderen Mädchen neidisch an. Selina, das verfaulte Kuhfladenmädchen, fand das urkomisch. Schaut, Maggie ist so hässlich, dass nicht einmal ihre Mutter mit ihr am Wettbewerb teilnehmen wollte. Ihre Worte brachten mein Blut zum Kochen. Tränen brannten in meinen Augen und ich schrie sie an. Ich habe keine Mutter, aber ich habe niemandem davon erzählt, weil ich kein Mitleid will. Alle schnappten nach Luft und sahen mich mitfühlend an. Selinas Mutter schimpfte mit ihrer Tochter. Wie konntest du dich über dieses arme Mädchen lustig machen? Schämst du dich nicht? Entschuldige dich sofort bei ihr. Ach, was soll's. Es tut mir leid, Maggie. Bist du jetzt glücklich? Selina hätte nicht weniger aufrichtig klingen können, selbst wenn sie es versucht hätte. Aber ich war froh, dass ich sie endlich in die Schranken gewiesen habe. Ich beschloss, in die Halle zu gehen, aber dann... Hey, Champion, du wirst doch nicht kampflos aufgeben, oder? Ich werde dein Partner sein. Ich sah ihn an, als wäre er ein Superheld. Dad hat die Erde vielleicht nicht vor bösen Aliens gerettet, aber er schreckte vor nichts zurück, um mich glücklich zu machen. Er hat sogar gelernt, in High Heels zu laufen. Wir haben allen die Show gestohlen und einen der Preise abgeräumt. Selina wurde in der ersten Runde disqualifiziert. Sie kletterte hoch und versuchte während der Siegerehrung, alle auf der Bühne mit grüner Farbe zu übergießen, aber es war offensichtlich nicht ihr Tag. Ich bemerkte sie und bat den Lichttechniker, den Scheinwerfer auf sie zu richten. Das helle Licht blendete sie und sie verschüttete die ganze Farbe auf sich. Du hast deine eigene Medizin gekostet, Selina. Oder soll ich dich Shrek nennen? Alle brachen in Gelächter aus. Selinas Demütigung war für mich ein Triumph. Von diesem Tag an hatte niemand mehr Angst vor ihr. Sie wurde praktisch unsichtbar, während ich beliebt wurde. Mit 15 begann ich mich für die Bildhauerei zu interessieren und mir wurde klar, dass ich meine Berufung gefunden hatte. Leider begann sich die Gesundheit meines Vaters zu dieser Zeit zu verschlechtern. Eines Tages kam ich nach dem Unterricht nach Hause und wollte ihm eine Broschüre der Kunstschule zeigen, die ich besuchen wollte. Aber als Dad nach Hause kam, sah er so niedergeschlagen aus, dass mir sofort klar wurde, dass etwas Schlimmes passiert war. Ich wurde wegen meines schlechten Gesundheitszustands gefeuert. Natürlich habe ich danach nichts mehr von der Kunstschule gesagt. Sie war sehr teuer und ich wollte nicht, dass mein Vater ein schlechtes Gewissen bekam, weil er nicht so viel Geld hatte. Wir werden das überstehen. Natürlich werden wir das, Champion. Zu meiner Überraschung erzählte er mir bald, dass er einen neuen Job gefunden hatte. Wie steht es um deine Gesundheit? Oh, mir geht es viel besser. Ich werde als persönlicher Chauffeur für eine reiche Dame namens Miss Bell arbeiten. Ich beschloss, ein wenig nachzuforschen und googelte sie. Es stellte sich heraus, dass Miss Bell die reichste Frau unserer Stadt war. Sie liebte es, sich in historische Kostüme aus verschiedenen Ländern und Epochen zu kleiden. Sie ist irgendwie komisch. Ich hoffe, Dad gerät ihretwegen nicht in Schwierigkeiten. Um Geld für die Kunstschule zu verdienen, ohne meinen Vater zu belästigen, nahm ich heimlich einen Teilzeitjob an und verteilte schon bald einen Riesentaco verkleidet Flyer für ein Restaurant. Eines Tages hielt eine Luxuslimousine neben mir und der Fahrer stieg aus. Es war mein Vater. Er öffnete die Beifahrertür, nahm Miss Bell hoch und trug sie auf die Außenterrasse des Restaurants. Dann gesellten sich Miss Bells Kinder zu ihnen, ein Junge, der etwas älter war als ich und ein kleines Mädchen. Ich war wütend auf Miss Bell, weil sie sich von Dad herumtragen ließ. Das war demütigend. Dad erkannte mich nicht, weil ich das Taco-Kostüm trug. Sobald er einen Moment wegtrat, kam ich näher und begann, die reiche Familie zu beobachten. Hey, Taco, warum starrst du uns so an? Du bist wahrscheinlich nur ein hungriger Obdachloser, was? Na gut, dann lasse ich dich unsere Reste aufessen. Dieser Bengel war nerviger als ein Pickel auf der Stirn. Ich wollte ihm gerade antworten, aber dann rannte seine kleine Schwester auf die Straße, um ihren Ball zu fangen. Achtung! Elizabeth, geht es dir gut? Es ging mir nie besser.
Hör zu, du im Taco-Anzug, komm her, bitte. Beweg dich, meine Mom ruft. Danke, dass Sie meine Tochter gerettet haben. Elizabeth ist so voller Energie, dass all ihre Babysitter gekündigt haben. Aber sie scheinen großartig mit Kindern umgehen zu können. Möchten Sie für mich arbeiten? Ich stimmte ohne zu zögern zu. Nicht, weil ich das Geld brauchte, sondern um sicherzugehen, dass die Diva Dad nichts antun würde. Miss Bell sagte mir, ich solle am nächsten Tag zu ihr nach Hause kommen. Ich schnappte mir die Visitenkarte mit ihrer Adresse und ging schnell, bevor Dad zurückkommen und mich erkennen konnte. Ich beobachte dich, Taco. Pass stattdessen auf deine Schwester auf, du Idiot. Was? Schau, es sind Deadpool und Wolverine. Wo? Der Idiot ist darauf hereingefallen. Dad wirkte den ganzen Abend über nervös und warf mir ständig komische Blicke zu. Es war, als wollte er mir etwas Wichtiges sagen, konnte aber nicht den Mut dazu aufbringen. Am nächsten Tag kam ich wie versprochen zu Miss Bells Villa. Aber die Sicherheitsleute verweigerten mir den Einlass. Miss Bell hat heute Abend ein wichtiges Familienessen. Mir wurde gesagt, ich solle niemanden hereinlassen. Sie warten auf mich. Hey, was ist das für ein Lärm? Wer bist du? Ich bin die neue Babysitterin deiner Schwester. Taco? Oh, ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Es stellte sich heraus, dass sein Name Andrew war. Er forderte die Wachen auf, mich hereinzulassen und führte mich durch die Villa. Okay, Taco. Wir werden sehen, wie lange du durchhältst. Mein Name ist Maggie. Es ist mein Zuhause und ich werde dich nennen, wie ich will. Ich mochte weder ihn noch sein verschmitztes Lächeln. Aber ich hatte in diesem Moment keine Zeit, mich um ihn zu sorgen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Kellner einen Tisch für ein Abendessen im Garten deckten. Miss Bell, gekleidet wie eine chinesische Kaiserin, saß am Kopfende des Tisches und Dad schien ihr wieder zu Diensten zu sein. Ich wollte nicht, dass er mich bemerkte, also nahm ich schnell einen Ball und versteckte mein Gesicht dahinter. Bist du gesucht oder so? Sei still und führe mich in Elizabeths Zimmer. Alle nennen meine Schwester einen kleinen Teufel. Warum? Das wirst du schon früh genug herausfinden. Ich kann mit diesem kleinen Monster nicht mehr umgehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, sie für das Familienessen fertig zu machen. Viel Glück, Taco. Er schob mich schnell ins Zimmer. Ich dachte, ich würde etwas Schreckliches sehen, aber alles, was ich sah, war eine zerzauste Elizabeth, die fröhlich auf dem Bett herumsprang. Wer bist du? Deine neue Babysitterin. Lass uns deine Haare kämmen und dich für das Abendessen fertig machen. Nein, ich will mir nicht die Haare bürsten und du kannst mich auch nicht dazu zwingen. Mir wurde klar, dass ich einen besonderen Ansatz brauchte und ich sagte, dass ich eine einzigartige Frisur kenne, die sonst niemand hat. Wie sieht die aus? Lass es mich dir zeigen. Als ich in deinem Alter war, hat mein Vater meine Haare so gemacht. Wow, das muss ich Mom zeigen. Bevor ich mehr tun konnte, als zu blinzeln, riss Elizabeth die Kellner von den Füßen und rannte zu ihrer Mutter. Halt, warte! Oh, sorry, Mr. Dad? Maggie, was machst du hier? Oh nein, du hast alles herausgefunden, oder? Lass es mich erklären. Dad begann schnell zu atmen, wurde schneebleich und fiel in Ohnmacht. Ich beugte mich über ihn und starrte Miss Bell wütend an. Das ist Ihre Schuld. Warum lassen Sie sich von ihm herumtragen, obwohl er krank ist? Sie wurde kreidebleich und rollte hinter dem Tisch hervor. Es stellte sich heraus, dass sie in einem Rollstuhl saß. Heiliger Strohsack. Schatz, was ist los mit dir? Ich war nur ein bisschen nervös, aber jetzt geht es mir gut. Wow, warum hat sie dich Schatz genannt? Liebling, ist das deine Tochter? Du solltest ihr endlich von uns erzählen. Champion, ich heirate Miss Bell. Dieses Abendessen ist eine Probe vor unserer Hochzeit. Was? Ich werde euer Leben zum Besseren verändern. Du wirst sehen, alles wird gut. Das glaube ich nicht. Dad, wie konntest du mich anlügen und Mom vergessen? Ich rannte weg und versteckte mich bei einem Brunnen im Garten, aber Dad fand mich und setzte sich neben mich. Maggie, hör mir bitte zu. Ich habe die Broschüre der Kunstschule gesehen, auf die du gehen willst, und habe einen Job angenommen, um dich dorthin zu bringen. Aber Miss Bell und ich haben uns fast sofort ineinander verliebt. Sie ist eine gute Frau und hat mich nie gezwungen, sie herumzutragen. Wir haben nur an diesem Tag ihren Rollstuhl zu Hause vergessen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du sie heiraten wirst? Ich hatte Angst, dass du so reagieren würdest. Du bist der Mittelpunkt meines Universums. Deine Zustimmung ist mir wichtig, Champ. Ich blickte in seine freundlichen Augen und erinnerte mich an all die Dinge, die Dad für mich getan hatte. Du verdienst es, glücklich zu sein. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, mit Miss Bell auszukommen. Kurz nach der Hochzeit zogen mein Vater und ich in die Villa der Bells. Auch wenn ich nicht mehr Elizabeth Babysitter war und nicht auf sie aufpassen musste, genoss ich die Zeit mit diesem launischen kleinen Mädchen. Aus Gewohnheit nannte ich meine Stiefmutter immer Miss Bell. Ich versuchte, sie in einem guten Licht zu sehen, erinnerte mich aber ständig daran, dass sie nicht meine Mutter war. Maggie, wie war dein Tag? Bist du wirklich interessiert oder tust du nur so, als wärst du eine nette Stiefmutter? Warte, antworte nicht darauf. Es interessiert mich nicht. Andrew ging mir immer noch auf die Nerven.
Seine Arroganz kannte keine Grenzen. Er betonte andauernd, dass wir in seinem Haus lebten und ich ein Niemand war. Eines Tages hörte ich, wie er seine Mutter anflehte, ihn auf die Party seines Freundes gehen zu lassen. Na gut, aber unter einer Bedingung. Du nimmst Maggie mit. Ihr müsst beide einen Weg finden, miteinander auszukommen. Ist das dein Ernst? Noch ein Wort und du bekommst Hausarrest. Okay, los geht's, Taco. Versuch, mich vor meinen Freunden nicht in Verlegenheit zu bringen. Als wir auf der Party ankamen, stand ich sofort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aber das war nicht gut. Andrews aufgeblasene Freunde sahen auf mich herab und fragten, wer ich sei. Ich bin seine Stiefschwester. Wow, wir sind keine Geschwister. Dein Vater hat meine Mutter nur wegen ihres Geldes geheiratet. Das macht uns noch lange nicht zu einer Familie. Leute, sie sind geldgierig. Das ist alles. Andrew, es tut mir so leid, dass du dein Haus mit Verlierern in Lumpen teilen musst. Ich hoffe, sie hat keine Läuse. Ich wollte nicht einfach dastehen und mir anhören, wie diese arroganten Idioten schlecht über mich redeten. Also drehte ich mich um und ging zurück zur Villa. Maggie, was ist passiert? Es ist nichts, nur ich werde nie in eure Welt passen. Schatz, das musst du nicht. Du selbst zu sein ist das Einzige, was zählt. Miss Bell lächelte und zum ersten Mal wurde mir bewusst, wie schön sie war. Du bist nicht so schlimm. Ha, danke, das ist ein großes Lob. Beim Frühstück schimpfte Miss Bell mit ihrem Sohn, weil er mich auf der Party gedemütigt hatte. Hat Maggie mich verpfiffen? Nein, ich habe es selbst herausgefunden. Ach egal, gib mir Geld für ein neues Auto. Meins ist kaputt gegangen. Nur weil es kaputt ist, solltest du es nicht wegwerfen. Wir könnten es gemeinsam reparieren. Und mir die Hände schmutzig machen? Nein, danke. Komm, es wird lustig. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich werde dir alles beibringen. Nachdem sie in der Garage verschwunden waren, sah Miss Bell mich lächelnd an. Da die Jungs heute beschäftigt sind, wollen wir auch etwas zusammen unternehmen? Wir hatten einen Wellness-Tag. Und dann schlug Miss Bell vor, dass Elizabeth und ich Outfits aus ihrem Kleiderschrank aussuchen und uns wie bei einer Modenschau verkleiden sollten. Dann schlief meine unruhige Schwester ein und Miss Bell kämmte mir das Haar. Ich schloss die Augen und lächelte. So fühlten sich also meine Klassenkameraden, wenn sie Zeit mit ihren Müttern verbrachten. Es überraschte mich, wie klug meine Stiefmutter war. Sie wusste viel über Kunst und alle möglichen anderen interessanten Dinge. Mein Großvater besaß ein Privatmuseum. Ich habe mich schon als Kind in Kunst und historische Kostüme verliebt. Übrigens, Maggie, dein Vater sagte, du willst Bildhauerin werden. Also habe ich dich auf einer Kunstschule angemeldet. Wirklich? Danke. Oh, Entschuldigung. Entschuldige dich nicht. Ich bin froh, dass wir endlich Freunde geworden sind. Ich umarmte sie erneut und Andrew sah uns. Er sah aus, als wollte er mich von einer Klippe werfen. Miss Bell und ich kamen uns von Tag zu Tag näher und Andrew hasste das. Aber um ehrlich zu sein, hasste ich es auch, wenn mein Vater Andrew wie seinen eigenen Sohn behandelte. Miss Bell half mir, einen der Räume in der Villa in eine Werkstatt umzuwandeln. Als meine Stiefmutter meine erste fertige Skulptur sah, war sie so beeindruckt, dass sie versprach, eine Einzelausstellung für mich zu organisieren. Am nächsten Morgen sah ich jedoch, dass jemand mein Meisterwerk zertrümmert hatte. Es gab nur eine Person in der Villa, die zu so etwas Gemeinem fähig war. Ich weiß, dass du meine Skulptur kaputt gemacht hast. Süße, du hast keine Beweise. Also solltest du nicht mit solchen Anschuldigungen um dich werfen. Was? Bist du auf seiner Seite? Champion. Nenn dein neues Lieblingskind so. Ich hasste es, dass sie sich so nahe standen. Eines Tages übermannte mich meine Wut. Ich überschritt eine Grenze und sagte etwas, was ich nicht hätte sagen sollen. Du hattest recht. Mein Vater hat deine Mutter des Geldes wegen geheiratet. Er liebt sie nicht wirklich. Das stimmte natürlich nicht, aber Andrew hat mir viel Schmerz zugefügt und ich wollte ihm den Gefallen erwidern. Großartig, ich habe deine Worte aufgenommen und meine Mutter wird sie hören. Er war im siebten Himmel, als er weglief. Ich ging in mein Zimmer und setzte mich auf die Fensterbank. Egal, das war besser so. Sie würden sich scheiden lassen und ich würde wieder bei Dad leben. Doch dann sah ich eine niedliche Szene im Garten und mir sank das Herz. Ich musste lächeln, als mir klar wurde, dass ich meine Familie liebgewonnen hatte. Dad und Miss Bell waren glücklich miteinander. Ich konnte nicht zulassen, dass Andrew alles ruinierte. Als ich jedoch in den Garten rannte, war Andrew schon da und sagte, er hätte etwas Wichtiges, das sie hören mussten. Oh nein, ich war zu spät. Hört alle zu, ich möchte mich bei Maggie dafür entschuldigen, dass ich ihr das Leben zur Hölle gemacht habe. Taco, du bist ein tolles Mädchen. Kann ich kurz mit dir reden? Das ist natürlich nett, aber warum hast du ihnen die Aufnahme nicht gezeigt? Also, ich bin kein Idiot. Ich weiß, dass du das nur gesagt hast, um dich an mir zu rächen. Außerdem bin ich froh, dass ich jetzt deinen Vater habe. Ich möchte nicht, dass sich unsere Eltern wegen unserer dummen Fehde scheiden lassen. Ich war nur eifersüchtig, weil du so viel Zeit mit Mom verbracht hast. Ehrlich gesagt war ich auch eifersüchtig auf dich und Dad. Ihr versteht euch so gut. Scheint, als hätten wir etwas gemeinsam. Maggie, Andrew kommt her. Elizabeth möchte uns etwas erzählen. Maggie, es tut mir leid, ich habe gespielt und versehentlich deine Skulptur kaputt gemacht. Dad muss davon gewusst haben. Deshalb hat er sich für Andrew eingesetzt. Ich beugte mich näher zu Elizabeth und tätschelte ihren Kopf. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Bist du nicht sauer?
Natürlich nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich werde eine neue Skulptur machen. Und sie wird viel cooler sein. Ich sah mich um und erkannte etwas Wichtiges. Wir brauchten einander. Wir mussten viel durchmachen, aber jetzt sind wir eine richtige Familie geworden. Ein kleines Universum. Hey, wie wär's mit einem Familienselfie? Sagt Cheese.